Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Total War Warhammer 3. Wir sind immer noch Manfred von Karstein, meine lieben Freunde. Und ich gucke jetzt mal, was hier eigentlich los ist. Das ist wild mit dem Kollegen hier. Also der Ghoul-König wohnt da angeblich drin. Was keinen Sinn ergibt, Freunde, ne? Das ist anscheinend ein Anzeigebug. Anscheinend hat er da wirklich eine Siedlung. Und jetzt möchte ich mal gucken, wie das mit dem Ghoul-König hier tatsächlich aussieht. Habe ich einen Deal mit ihm? Ich habe einen Nicht-Angriffspakt mit. Mein Herz still beats, but am I mortal? Well, that's a different question entirely. Ich mach das jetzt mal. Konföderation erzwingen. Und dadurch bin ich jetzt halt sehr gering. Ja, es ist mir jetzt auch egal, ganz im Ernst. Es ist mir jetzt egal. Wer soll mich denn bitte... Das ist halt ein Bug, ne? Wer soll mich denn bitte aufhalten in der Situation? Die sind jetzt wieder hochregeneriert, bis es dann für mich zu einer Konsequenz kommt. I don't care. Entschuldigung. So, hier unten bleiben wir nochmal so ein bisschen ruhig sitzen. Die Skaven-Korruption lässt hier langsam aber sicher auch nach. Das finde ich persönlich ganz gut. Also wie gesagt, mir ist es jetzt egal, dass ich jetzt hier gering bin. Ich sag bloß, irgendwas ist ja immer. Ne? So, der wurde weggemessert erfolgreich. Und nun holen wir uns hier die Bitterbucht. Damit... Oh, ich habe wieder ein Schwert der Pein. Die Dinger scheine ich häufiger zu bekommen. Eine weitere Provinz ist nun vollständig unser. Jetzt geht's halt darum, wo Imrik sich befindet und wie ich mit Imrik umgehen soll. Ja, ich ziehe mit dem Wagen jetzt hier nochmal so ein bisschen durch die karteischen Lande. Ne? Er führt seine Sightseeing-Tour hier einfach mal weiter durch. Da oben ist dann tatsächlich die große Bastion. Wo sie, so wie es aussieht, auch ein paar Chaos-Futzis herumtreiben. Move, move, move. Karak Azul. Hier gäbe es dann später noch Eisen, aber erstmal muss da nochmal eine Mauer rein und dann geht uns auch gerade eben schon das Geld aus. So, ich schicke dich jetzt hier mal runter, weil ich gucken möchte, wie das jetzt hier aussieht mit den Halbmonden hier. Also es ist wirklich sogar der normale Halbmond. Der hat sich ja echt eine ganze Menge geholt, der Kollege. Yes, my son. Wir regenerieren hier auf jeden Fall nochmal eine Runde. Hier wird es eine Rebellion geben, hat es geheißen, ne? Wenn ich jetzt hier rausgehe, kommt die früher? Ja, sie kommt früher. Finde ich auch gut so. Ich möchte, dass sie kommt. Definitiv möchte ich, dass sie kommt. Dann kann ich sie nämlich schlagen und danach weitermachen. Okay, wir haben alles gemacht. Ich glaube, Diplomatie wird jetzt schwierig, nachdem wir jetzt ein bisschen weniger vertrauenswürdig geworden sind. Aber das ist halt auch wieder so eine Sache, ne? Also ihr habt ja gesehen, wir haben eine so krasse globale Macht. Wenn ich jetzt quasi als eine Fraktion mit einer solchen Macht herkomme und diesen kleinen Knirps sage, ey, Konföderation oder Krieg, dann sollte das halt einfach sein, dass das Spiel dann sagt, ja, dann halt Konföderation. Weil, wisst ihr, der ist halt völlig chancenlos. Also, das Spiel dürfte ja nicht einmal feststellen können. Also, wenn man einen Balken macht, ne, so wie da oben jetzt diese grünen und gelben. Ihr könnt ja mal gucken, wenn der durchtickert. Ich glaube, das ist wie bei Nagash, du siehst nicht mal die Machtverhältnisse. Ey, ganz im Ernst, ich glaube nicht, dass wir schon wieder verlieren. Inzwischen haben wir ein paar Sachen geforscht und ich werde dieses Mal versuchen, mich ein bisschen anders aufzustellen. Vielleicht sogar, also er wird garantiert wieder an einer Stelle attackieren mit allem, was er hat. Und wenn ich dieses Mal alle wieder an einer Stelle hinpacken kann, so nach und nach, und wir vielleicht sogar zwei Türme haben, die von Anfang an schießen, dann haben wir hier vielleicht eine realistische Chance. Das fände ich ganz, ganz gut, wenn das klappen würde.
Ja, die kommen hier. Die kommen komplett hier. Also, ich möchte das hier hingebaut haben und das hier hingebaut haben. Wir machen hier einen Speerträger hin. Wenn die sich aufteilen wollen, sollen sie es ruhig tun. Also, da bin ich jetzt stumpf, Leute. Davor setze ich noch Zombies. Ja, komm, ich mache mehrere Zombies hin. Ihr geht außen rum. Ihr habt jetzt ja auch bessere Kampfwerte. Nochmal ein Skelett hier bitte hin. Na komm. Und du noch dahin. Go. Warte nur darauf, dass ich diesen Turm hier bauen kann. Ich schicke da jetzt die Zombies drauf. Ich will, dass der Gruftkönig hier Damage bekommt. Ihr rückt jetzt hier so nach. Also der Gruftkönig soll von mir jetzt hier mit den Speerträgern niedergekämpft werden. Ich hoffe, das klappt. Er ist jetzt auch hier schon im Bereich, wo er gedebufft wird. So, der nächste Turm ist ready. Wir verbessern diesen Turm hier. Das war seltsam. Okay, die Zombies fangen an, sich jetzt hier aufzulösen. Ihr kommt einfach jetzt alle hierher. Es bringt nichts da drüben rum zu fighten. Ihr greift jetzt einfach hier in die Flanke an. Na, das ist Melkorts mystisches Miasma, glaube ich, was wir hier gerade erleben. Ich bin mir überlegen, ob ich das Ding nochmal upgraden soll. Bin mir nicht ganz sicher. Boah, die haben halt einfach keine Chance hier. Das ist einfach so schrecklich. Ja, komm, ich mach's.
Und näher ran. Jetzt hoffe ich, dass der Zoo mal zuzimmert, ne? Ansonsten wird es nämlich auf Dauer echt ein bisschen ätzend. Guck mal, ob der Turm auch noch rüberschießen kann. Jetzt habe ich halt einen großen Turm. Komm, jetzt schieß doch mal, der hat noch nicht geschossen. Der macht einfach nichts. Ah, jetzt aber. Unfassbar, wie der Turm hier nichts trifft. Ich schick sie rein, sie haben eh perfekte Vitalität. Die sind schon erschöpft. Die sind rege. Immerhin hat die Falle geklappt, ne? Ich sehe es von der positiven Seite. Das hätte auch anders laufen können. Das Krasse ist halt echt, du merkst halt nicht mal, dass die geschwächt wurden. Also es fühlt sich nicht so an, als ob die schwächer wären. Das Schlimmste ist, dass die so eine krasse Moral haben, dass es ihnen offensichtlich egal sein kann, was hier passiert. Ne? Also die sind halt immer noch hier bei 24. Ne? Gucken wir uns mal hier mal das hier an. Die haben einfach einen sehr krassen Grundwert. Ne? Und sie verlieren auch sehr, sehr wenig. Jetzt sind sie so bei 29. Die Moral von denen fällt halt einfach nicht. Und hier die Ogre auch nicht. Also diesen Mut, den die haben. Das ist der Teil, den ich so grotesk finde. Also der andere Turm da drüben schießt gar nicht hier rüber, so wie es aussieht. Und der kann ja gar nichts treffen. Also gut, dann holen wir uns die Punkte lieber wieder zurück. Und bauen den hier nochmal aus, falls wir es überhaupt noch schaffen. Komm, mach mal die da weg. Wow, jetzt fängt mal der eine letzte Nekropol und die letzten beiden Nekropolritter fangen an, so über ihr Unleben nachzudenken. Nicht zu fassen. Ja, jetzt schießen sie auf das Ding. Mhm. Ihr kämpft gegen den dann noch weiter. Ich versuche es von hinten noch anzugreifen, ne? Einfach den hier noch mehr Front zu bieten. Die Punkte, die ich habe, kann ich hier für nichts einsetzen. Einfach sinnlos gerade. Ich will nicht, dass ihr diesen Turm kaputt macht.
Der eine Ogre rennt weg. Der andere Ogre rennt weg. Jetzt brauche ich dann doch nochmal einen zweiten Turm. Keine Chance, ey, keine Chance. Das war's. Ach komm, ey. Einfach so bitter, ey. Ey, diese Gruftwachen, ey, was die gemacht haben. Einfach, also, dieser König Kura. Es ist der Wahnsinn, wie der seinen kleinen dreckigen Haufen zusammenhält, oder? Unfassbar. Da macht er einfach nichts dagegen. Ich hätte mich halt gefreut, wenn ich wenigstens eine Einheit, keine Ahnung, verflucht oder so gehabt hätte. Das hätte hier an der Stelle vielleicht was ändern können. Vielleicht. Erz geplündert. Das hier gewinnen wir. Gut, dann ist die Sache im Koffer hier weitgehend safe. Muss ja nicht sein, sage ich jetzt mal, dass wir da auch nochmal Zielprobleme bekommen. Ich will diese Bücher haben. Er beendet jetzt hier den Nicht-Angriffspakt mit mir. Ja, weil ich halt jetzt hier auf sehr gering bin. Ich werde jetzt hier 20 Turns damit jetzt hier geschlagen sein. Wenn sie meinen. Manfred braucht sich nicht mehr an solche Gepflogenheiten zu halten. Rebellion steht bevor. Na also, endlich. Darauf warten wir schon die ganze Zeit. Besser jetzt hier noch die Mauer und die vampirische Korruption. Und die Sumpfgrube verbessere ich auch noch. So, und in der Zwischenzeit. Genau, du regenerierst dir das Ganze hier noch. Nö, ich warte noch so lange hier. Naja, ich sitze das hier gerade eben mal aus. Ey, wie kann es sein, dass er das hier plündert und so weit wegrennen kann? Es ist doch absurd, was hier passiert. Okay, ab in die Wasser des ewigen Lebens. Wir verbessern das hier noch, dass wir noch Lightheim-Sucher bekommen können. Ich hole nochmal zwei Stück davon rein. Ich brauche auf jeden Fall zwei von den Dingern da, das habe ich ja schon gesagt. Lightheim-Suche muss ich noch woanders organisieren. Hatte ich nicht noch vor, Gespensterreiter mir zu holen? Doch, das hatte ich. Da, die nehme ich noch mit rein. Habe ich immer schon mal zwei jetzt von denen. Undeath Ascendant, so be it. Und von ihm brauchen wir noch eine Einheit dieser Art. Die werden niemals reichen, um die aufzuhalten. Wenn die hier loslegen. So, jetzt holen wir uns die Festung von Vorak. Die Festung vom Vortag. Kann ich einfach so machen. Ja, komm, plündern und besetzen. Blutdurchdrängt. Nochmal 10% mehr Trefferpunkte. Ey, ohne Witz, 10% mehr Trefferpunkte ist echt nicht wenig. Oh, ist das geil. Der Turm des Blutzahns, den haben wir jetzt auch. Alle Armeen, Waffenstärke für Gruftghule und Gruftschrecken. Unterhalt, minus 15% Gruftghule und Gruftschrecken. Yes.
Das finde ich gut. Das kommt richtig schön jetzt hier. Gut, wir müssen es erst bauen, ne? Aber das gefällt mir ausgesprochen gut. Hier ist alles in Ordnung. Ich gehe jetzt mal in die Richtung. Kann ich hier so einen Wagen rekrutieren? Ja, Gott sei Dank. Haben wir das Problem jetzt hier wieder geklärt. Du gehst jetzt plündernd da rein. Auf diesen Sumpf. Und du wirst ihn begleiten. Miraliano wird von uns noch besser verteidigt und ausgebaut. Und der Edmund Morfin, wie gesagt, der soll jetzt hier endlich mal warten. Mit ihm gehe ich hier. Gibt es da noch mal einen Helden? Komm, ich mache mal Einheiten angreifen, auch wenn es wahrscheinlich nicht klappen wird. Und währenddessen ich es klickte, war es schon bestätigt, dass es nicht klappen wird. Du gehst hier in den Hinterhalt. Du gehst da runter. Guckst dir mal das Ding mal näher an. Die müssen wir auf jeden Fall auch noch uns holen, die Kollegen hier. Wer ist das? Ach, er. Ja, bitte automatisch, ne? Ich sehe keinen Grund, warum ich das jetzt... Ah! Ja, kannst du jetzt auch automatisch machen. Gibt ja nur noch Mauer beschädigen für sie. Zauberinseln. Da ist jetzt auch nochmal was Schickes passiert. Hier muss ich reparieren. Hier will ich das reinbauen. Und dann ging mein Geld jetzt so langsam, aber sie ist schon gefährlich Richtung Null. Hier wollte ich auch nochmal eine Mauer reinbauen, aber das kann ich erst nächste Runde machen. Wie gesagt, hier gibt es die Revolte. Er sitzt hier. Er sitzt hier. Der Erich sitzt hier. Ich bin sogar am Überlegen, ob ich ihn stattdessen einfach hier in den Hinterhalt stellen soll. Ich glaube, das wäre sicherer, falls die Untoten kommen. Mittelfristig. Okay, nächster Turn, Freunde, nächster Turn. Lange genug geguckt. Mhm. Der scheint ja auch keinen Bock auf Frieden mit uns zu haben, ne? Ich meine, er greift auch nicht wirklich an. Er scheint so ein Fan von so einem kalten Krieg zu sein. Okay. Oh je. Ja, der beendet jetzt auch die Handelsbeziehungen. Aber ich denke, wir sind eigentlich so unaufhaltbar. Ne? Guckt euch mal an, uns gehört de facto ganz Arabia. Uns gehört hier unten dieser Südkontinent quasi weitgehend. Es gibt wenig, was uns aufhalten könnte. Und da ist die Rebellion. Ein Wag scheitert, wir haben einen Laurer entdeckt. Die Todeswölfe sind jetzt ein bisschen stark. Es ist halt der Witz, ne? Die Todeswölfe machen halt auch nur 5% mehr Waffenschaden. Das ist halt auch im Hinblick von den ohnehin schlechten Grundwerten unterirdisch. So. Jetzt ist hier endlich Ruhe im Karton. Ich greife die absichtlich nicht an, weil ich habe mit Kartei gute Beziehungen. Ich möchte, dass diese guten Beziehungen bestehen bleiben. Das hier habe ich alles mir schon geholt. Als nächstes gehe ich bei ihr auf uralte List.
Wargeists. Wir werden eh keine Wargeists haben. Wargulfs. Ja. Nee, ich gehe auf Gespenster, ganz im Ernst. Ich rekrutiere ja gerade welche. Wir gehen jetzt auf Gespenster, Leute. Kann es sein, dass das die Verlustverstärkungsrate manchmal nicht funktioniert? Das ist mir schon ein paar Mal aufgefallen. Als ob die Einheiten nicht regenerieren würden. Ich rücke da einfach jetzt aggressiv weiter vorne. Wollen sie doch versuchen, mich aufzuhalten. Es wird ihnen nicht gut bekommen, dieser Versuch. Krummzahnfeste, da kann ich jetzt auch noch hier endlich Mauern reinziehen. Hier muss ich noch eine Verteidigungslinie reinklabastern. Hier möchte ich noch mehr Vampirische verbreiten. Hier wird noch gebaut. Hier kann ich, glaube ich, seither nichts mehr machen. Mehr Gespenster brauche ich nicht. Ich bräuchte halt mehr von diesen Reitern, aber die kriege ich hier gerade eben nicht. Gut, dann wechselst du mal rüber zu Khemri. Vielleicht wirst du hier fündig. Ja, hier gäbe es nochmal einen. Und hier gäbe es auch nochmal eine weitere solche Kutsche. Also einen weiteren Mordeschrein. Oh, nice. Ja, das ist jetzt ein bisschen arg spät. einen weiteren Reiter und den Rest würde ich gerne mit Lightheim-Suchen füllen. Gibt's hier Lightheim-Sucher irgendwo? Nee. Die muss ich ganz regulär nachher hier rekrutieren, so wie es aussieht. Sobald dieses Gebäude hier fertig ist. Okay, ich habe ja diese Vampirritter hier drin. Gut, dann soll es halt so sein. Aber hier müsste ich Lightheim-Sucher rekrutieren können. Nee, nicht Lightheim-Sucher. Die hier. Einen weiteren kann ich hier auf jeden Fall rekrutieren. Genau, das ist jetzt hier das Ding. Komm, wir machen noch einen vierten raus. Und dann kommen noch drei Lightheim-Sucher in diese Armee. Und dann ist diese Armee fertig. So, sein Weg führt ihn jetzt hier rüber. Gehe schon mal in den Hinterhalt. Hier muss noch eine Verteidigung rein. Ich behaupte sogar, dass das hier sogar wichtiger ist als das andere, weil es vorgelagert ist. Du nimmst es ja auch die Plünderstellung. Oh Gott, der kommt da noch gar nicht rein. Egal, komm, ich gehe jetzt hier wirklich marschierend rein. Die Skaven haben anscheinend die Position aufgegeben. Oh, die blutige Hand ist auch mit dabei. Ich guck mal, ob ich da eventuell diplomatisch dieses Bündnis rauslösen kann. Armed if I don't like your words, I'll blast you with my spells. Nee, werden sie nicht tun. Ja, dann haben wir jetzt mit denen halt auch unseren Spaß, ne? So sehe ich das. Diskussion beendet. Wir holen uns jetzt das nächste Buch. Er hat sich nicht angeschlossen. Okay, der kann aber auch in die... Witzig. Sehr witzig. Plündern und besetzen. Und damit haben wir das fünfte Buch des Nagash. Das bringt uns weniger Unterhalt für unsere Einheiten, was total top ist. Weniger Rekrutierungskosten und mehr lokale Rekrutierungskapazität. So, in Skavenblight, ja, mache ich das da rein. Das hier brauchen wir nicht. Wobei doch, das hier lasse ich hier drinnen ausnahmsweise mal. Das hier brauchen wir aber wiederum nicht. Das hier lasse ich ausnahmsweise auch mal drin. Es gibt hier leider für uns kein besonderes Gebäude, also werde ich einfach noch eine Mauer reinpacken. Also wir haben viel weniger Slots als die Skaven hier. So, uns... Also wir haben jetzt drei Bücher. Erst. Das muss man sich mal klar machen. Das nächste Buch wäre hier.
Und eines wäre dann noch hier in Schloss Drakenhof. Also es läuft zumindest hier neben Schloss Drakenhof rum. Wie important. Ich glaube, dass ich jetzt inzwischen hier gehen kann, oder? Warum denn? Okay, das Maß an Kontrolle spielt auch eine Rolle. Ja, mal gucken. Ich werde vielleicht noch irgendwie einen Weg finden, das hier zu wuppen. Die haben noch keine Chance. Und 20.000 und eine Klingenstandarte. Ach, ist das geil. Also, mein Weg wird mich jetzt hier rüber führen, Leute. Das ist der Weg, den wir segeln werden. Warum will der da unbedingt durch diesen Ozean? Es ergibt doch teilweise gar keinen Sinn. Magische Animus-Legionen. Das da. Zack. Ja, das war angebracht, weil jetzt haben die auch die letzten Boni. Dann wollen wir hier bei ihr komm, Schutz des Grabes einmal machen. Und nochmal Lebenspunkte. Also ihr geht es für mich in Lustria auf die Jagd nach den Büchern. Er hier bleibt hier im Hinterhalt. Rekrutierst hier noch. Du hast hier fertig rekrutiert. Gehst hier auch mal in den Hinterhalt mit deinen läppischen 60%. El Kalabat und Co. können wir jetzt auch weiter ausbauen. Da ist jetzt endlich das eine oder andere möglich, wie man hier sieht. Hier wurde was beschädigt. Das hier kann ich ausbauen. In Lashik geht es auch weiter. Auch auf Stufe 3 hoch. Mäuerchen und anderes Gedöns im Koffer. Kann ich endlich den Hafen von Koffer aufs Maximum ausbauen. Gut. Überspringen. Ja, und ihr habt euch jetzt hier natürlich einen schicken Level up verdient. Klingenschild bei ihm. Und bei dir... Ich bleib dabei, ne? Ich werde hier die Tote erwecken. Ich ziehe bei ihm jetzt hier einfach ganz stumpf die Zaubernummer durch. Und ich werde jetzt hier dann auch noch diese beiden Gebiete hier mit Magrippa und Co. aufräumen. Was ist denn das hier überhaupt? Ach... Hier ist ein Steinchen. Okay, den muss ich wahrscheinlich erstmal wegmachen, weil es ein Blutgrund ist, nehme ich mal an. Gehst schon mal dahin. Das hier würde ich alles einnehmen müssen. Mittelfristig. So, haben wir jetzt alles weitgehend, ne? Nur noch der Erich von Karstein macht nichts, aber der ist ja im Hinterhalt. Der Peter Haupt Andersen, der versucht jetzt hier den hier abzufangen nach wie vor. Ich komme hier nicht ran. Also ich versuche ihn jetzt hier einfach ihm den Weg abzuschneiden, ne? Dass er eigentlich nur noch jetzt hier vor mir hergetrieben werden kann. Das ist alles, was ich hier gerade eben tun kann. Ihn vor mir hertreiben. Aber ich kann auch die Folge beenden. Ich sollte es auch. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit, meine Freunde. Tschüss und Ade.